Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. War jetzt gar nicht so lange Pause zwischen dem letzten Video von mir und Lars. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schießen, beziehungsweise ich schieße hier gleich mal was nach. Und zwar heute ganz interessant für die Leute, die auf Schnäppchen stehen. Wir gucken uns heute diese vier Düfte der Marke Kalin an. Das ist die Om-Reihe. Ich sage euch ein bisschen was dazu. Wird jetzt auch kein endlos langes Video. Ganz kurz meinen Standpunkt zum Thema Dupes, damit wir das gleich geklärt haben. Ich bin kein großer Fan von Dupes, weil ich selber Parfümeur bin. Und wenn ich mir dann immer überlegen würde, dass ja andere Parfümhäuser meine Düfte mehr oder weniger einfach dreist kopieren bzw. duplizieren, dann fände ich das scheiße. So. Nun bin ich aber kein Dufthaus, was dupliziert wird, zum Glück. Also, ja, wie gesagt, mein Standpunkt. Ich bin immer der Auffassung, früher und eigentlich auch heute noch gewesen, dass wenn ich mir was nicht leisten kann, dass ich es nicht haben kann. Ja? Also, ich bin nicht irgendwie jemand, der früher irgendwelche gefakten Adidas Hosen oder Sneaker oder irgendwas getragen hat, nur irgendwie um dazugehören. Ich wusste einfach, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kann ich es nicht tragen. Und dann ist es nun mal so, dass ich es dann auch nicht haben kann. Und so ging es mir auch früher mit Düften. Wenn ich einen Duft haben wollte, mir den aber nicht leisten konnte, dann habe ich mir auch keinen Dupe gekauft. Aber das kann letztendlich, das müsst ihr wissen, das kann ja jeder sehen, wie er will. Wir fangen mal, um das relativ kurz zu halten, mal mit dem Infinite Navy von Kalin an. Das ist, ja, ich sag mal, die Verpackung wird es relativ gut spoilern. Das ist ein Dupe zum Le Male. Jetzt muss ich dazu sagen, habe ich nicht wirklich Berührungspunkte mit, weil ich Le Male in meiner, ja, in der Vergangenheit nicht selber besessen habe und auch nicht getragen habe. Ich zeige euch hier mal den Flakon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für den Preis, wir müssen hier wirklich im Hinterkopf behalten, so ein Duft mit so einem schicken Flakon in diesem, ja, in diesem Frostlook kostet 6 Euro. Das sind, wie viel sind hier drin? 60 ml, 6 Euro. Ihr könnt es runterrechnen. Ich bin in Mathe nicht gut gewesen, aber ich bin der Meinung, das ist, können das 10 Cent pro Milliliter sein? Ich glaube ja. Also, es ist absurd. Ich habe ihn hier schon auf dem Teststreifen. Ich zeige euch mal den Sprüher. Ich meine, was willst du da machen? Der ist absolut top. Und klar, ich kenne Le Male, ich weiß, wie Le Male riecht. Le Male ist ja, ich sag mal, der Inbegriff des Lavendel-Tonkabohne-Dufts. Ein bisschen, ja, wie, ich habe das immer früher verglichen, ein relativ jugendlicher, glattgebügelter Fougère. Und ja, ich finde letztendlich viel mehr ist es auch nicht, aber das ist jetzt hier in diesem Format Infinite Navy von Kalin, ist das ein sehr gut riechender Duft, der gut funktioniert, wo ich mich dann selber als Parfümeur, der Düfte herstellt, auch fragen muss, verdammt nochmal, wie macht ihr das bei dem Preis? Es ist mir schleierhaft. Hier wird natürlich jetzt nicht das hochwertigste Lavendelöl drin sein, aber man riecht es nicht. Man riecht keine nervige Synthetik oder dass man sagen kann, oh, irgendwie, der riecht halt wirklich wie 6 Euro. Nein, der riecht wirklich gut. Der riecht gut für Leute, die Le Male mögen und sagen, ey, ich habe nur 6 Euro über. Die Frage ist, gehe ich einmal zum Döner oder hole ich mir so einen Duft? Ja, dann ist die Frage, sage ich mal, relativ schnell geklärt. Deswegen von mir eine Empfehlung. Ist ein Duft, der funktioniert gut, riecht gut. Wie bei dem Duft jetzt die Performance ist, ich kann es euch nicht sagen, aber wenn das Ding 6 Stunden hält, dann ist der doch, sage ich mal, mehr als gut bezahlt. Wir kommen zum nächsten, Absolute Blue. Ja, was wird sich hinter so einem blauen Duft wohl verstecken? Ich kann es euch sagen, es ist Cool Water. In einem ebenfalls wieder, ich sage einfach mal das Wort, schweinegeilen Flakon. Ich finde diese Flakons ästhetisch. Ich finde, die sind schick. Die haben eine relativ feste Kappe.
die auch gut draufklickt und ist von der Farbe halt wirklich fast 1:1 mit dem Original Cool Water, den ich euch hier mal zum Vergleich dann hinhalten kann. Ja, auch hier habe ich den Dry Down schon drauf. Ich sprühe ihn auch nochmal frisch, dann könnt ihr auch nochmal den Sprüher sehen. Ganz ehrlich, das kriegen manche Nischenmarken für 300 Euro nicht hin, was hier an Sprüherqualität geboten wird. Und der ist tatsächlich, finde ich, im Opening ein bisschen anders als Cool Water, wie ich es kenne. Ich finde, der ist ein kleines bisschen fruchtiger. Ich finde, der hat hier eine Melonennote, die so ein bisschen mit durchschwingt. Das wird sicherlich vom Aromastoff Calon rühren. Riecht hier in dieser Form ein bisschen fruchtiger. Wir machen jetzt mal den Vergleich. Ich habe hier ja noch einen ganz normalen Flakon Cool Water. Der ist, glaube ich, lasst mich nicht lügen, vielleicht so 6, 7, nee, der ist älter. Ich glaube, der ist so 10 Jahre alt. Hat übrigens auch einen ziemlich geilen Sprüher. Und der riecht im Opening komplett anders. Ich finde tatsächlich, der Absolute Blue wirkt sogar im Opening, finde ich, angenehmer. Ich finde so dieses leicht fruchtigere sehr angenehm. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob mein Original Cool Water nicht gekippt ist. Weiß es nicht so. Ich habe hier auch noch sogar einen Cool Water Flakon in der Vintage-Variante. Ha, was sagt man dazu? Noch damals vertrieben von Lancaster. Es ist ein alter Lancaster-Flakon. Ich weiß es nicht, vielleicht frühe 90er. Sprühen wir auch nochmal drauf, weil wir heute gut beschäftigt sind mit Cool Water. Auch ein Top-Sprüher. Ja, und also, ja gut, der ist in der Kopfnote, glaube ich, auch immer ein bisschen schon drüber, weil es so ganz, ganz leichte Maggi-Assoziationen deckt. Aber, ja, wenn ihr einen, fallen mir hier die Teststreifen runter, wenn ihr einen frischen, aquatischen, blauen Duft sucht, ja, dann greift zu dem Ding hier, ganz ehrlich, 6 Euro, also ich habe schon 6 Euro für mehr Scheiße ausgegeben. Und, ja, funktioniert einfach, finde ich ziemlich gut. Ich finde jetzt tatsächlich nicht, dass er sehr krass nah an der ursprünglichen Cool Water DNA dran ist, aber ich finde, das muss er auch in dem Fall gar nicht sein. Also auch von mir hier definitiv einen Daumen hoch. Und dann habe ich jetzt hier als letztes noch, ich glaube, der soll neu sein, der Powerful Black. Und der Powerful Black soll meines Wissens ein Paco Rabanne 1 Million Klon sein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt bin, der bis vor 3-4 Jahren kein 1 Million gerochen hat, beziehungsweise dann zum ersten Mal 1 Million gerochen hat, weil ich einfach, ja, ich war in meiner Jugend nicht derjenige, der so viel irgendwie in Clubs abgehangen hat und ich habe so diesen 1 Million Hype nicht mitgenommen. Und ich konnte auch bis vor kurzem nicht verstehen, warum die Leute immer so negativ auf 1 Million reagieren. Weil ich finde tatsächlich, ehrlich gesagt, das Opening absolut toll. Wir haben hier einen schönen grünen Apfel. Wir haben hier schön eine fruchtige Note. Wir haben hier gleich natürlich auch eine Süße, die mitschwingt. Und ja, also wenn es so 1 Million riecht, warum sollte man den heute nicht mehr tragen? Weil irgendwelche Heinis meinen irgendwie, dass der vor 20 Jahren zu Tode geritten wurde. Würde mich tatsächlich ehrlich gesagt nicht interessieren. Also wenn euch der Duft nach wie vor gefällt, dann tragt den, egal was die anderen Leute sagen. Ich finde tatsächlich, dass der mir hier von den drei Düften fast am besten gefällt. Weil ich aber auch einfach wirklich, ja, ich habe irgendwo in mir einen Softspot für Apfelnoten in Düften. Ja, ich mag das, ich finde das gut. Und der hier, muss ganz ehrlich sagen, der riecht toll. Ja, wenn der jetzt nun hier mit eurer Disco-Zeit von vor 10 Jahren in Verbindung gebracht wird, klar, dann kann ich vielleicht verstehen, dass der euch irgendwie nervt. Aber so finde ich, ist das ein sehr guter Duft. Riecht definitiv nicht nach 6 Euro. Ich finde, der riecht wirklich wie ein ganz normaler Designer-Duft so in diesem Preisspektrum
30 bis 60, 70, 80 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also für 6 Euro pro Duft ist das schon, ist das echt, sage ich mal, schon eine Ansage. Und da müssen sich andere ganz schön strecken, dass sie da mithalten können. Ich wäre zum Beispiel wirklich froh gewesen, wenn ich solche Flakons für mein eigenes Label bekommen hätte. Aber dann reden wir halt wirklich wahrscheinlich über Stückmengen von 10.000, 20.000 Stück pro Flakon. Und das ist einfach nicht möglich. Aber die hier, die Marke schafft es komischerweise, das für 6 Euro in den Laden zu bringen. Das ist schon, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon eine absolute Ansage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War diesmal relativ kurz. Wie gesagt, die drei Düfte kann ich absolut empfehlen. Da macht ihr nichts falsch. Das sind funktionable Düfte, die gut riechen, die ecken nicht an. Ja, für 6 Euro, wie gesagt, manchmal muss man sich dann überlegen, geht mal einmal weniger zum Döner, dann hat man den Preis schon wieder fast drin. Deswegen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao.